So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Pokémon X Wonderlook Let's Play Parts mit mir, dem Regi. Und ich zeige euch einfach mal, dabei habe ich eigentlich die Animation wieder angestellt. Ja, die Animation ist ja an, perfekt. Ich sage euch mal, was sich hier am Team geändert hat. Ich habe natürlich unser Charmander, unser Glumanda, das wir aus dem Wundertausch erhalten haben, das zusätzlich ein Solo-Wesen hat und Drachentanz drauf hat. Also schon ziemlich gut. Auf Level 5 gebracht. Statuswerte sehen in Ordnung aus. Jetzt kann ich nicht identifizieren, ob es sich hierbei um ein DV-Zuchtrest handelt, aber es hat auf jeden Fall Drachentanz raus und das freut mich. Und Zigzagoon habe ich auch natürlich auf Level 5 gebracht. So ein mäßiges Wesen ist schon ziemlich beschissen, muss ich sagen. Sonst wäre es deutlich besser, aber mein Gott, was soll ich machen, ne? Ja, hier, Originaltrainer ist Lira. Das ist der türkische Lira. Also der hat uns das jetzt hier überlassen. Nicht schlecht gespielt, das freut mich. Und ich muss gestehen, von den beiden Pokémon bin ich ziemlich enttäuscht. Die waren nämlich ziemlich bad. Und ey, cool, ein Trainer. Bist du nicht sogar der erste Trainer im Spiel? Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Na dann, wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, dann fliegen die Fetzen. Okay, Jean, zeig mal so, was du drauf hast. Und ich muss jetzt gleich einfach mal auf Facebook schon posten, dass ich eventuell jetzt gleich erstmal wieder einen Wonder-Trade raushaue. Und von daher, Leute, ja, guck einfach mal oder werft einen Blick in die Beschreibung. Es lohnt sich definitiv, ja. Denn, ja, eventuell kriegt ja einer von euch dann. Alter. Was ist das denn für ein Damage? Was? Alter, da kriege ich so viel Schaden wieder reingedrückt. Unglaublich. Das ist jetzt nicht passiert. Das geht einfach nicht. Das ist viel zu viel Schaden, den ich da reingedrückt bekomme. Ja, und vielleicht ist ja einer von euch dann derjenige, der dann ein Pokémon von mir bekommt, ne? Von daher wäre das schon mal ganz gut. So, also, ich pose schon mal nebenbei auf Twitter. Ja, gut, dass ich auf meiner linken Hand mein Handy habe. Ziehst das jetzt dabei weiter Heule ein, ist mir recht. Wonder-Trade, schreib ich mal an. Ich Wonder-Trade für X jeden Moment, Ausrufezeichen, so, Moment. Ich muss ja wieder auf Tackle drücken, danke. Ausrufezeichen, perfekt. Ich Wonder-Trafe. Nee, Wonder-Trafe ist nicht richtig, du Flop. Weil ich Wonder-Trade und du hast das Ding immer noch nicht besiegt. Was ist denn los mit dir, immer auf einzuschlafen? Zigzagoon. Zigzagoon! Will aber schlafen, schon Nacht. Ah, ich habe mir noch Saturn nicht umgestellt. Das ist natürlich nicht so gut. Ja. So, was soll's? Jedenfalls haben wir jetzt hier erstmal dieses Zigzags besiegt und unsere beiden Pokémon erhalten höchstwahrscheinlich ein Level-Up wegen den speziellen Erfahrungspunkten. So, you know what I mean? Und Level 6 liegt doch schon mal viel besser als Level 5. Muss ich gestehen. So, Jean wird besiegt. Was war das hier? Du bist viel zu stark für mich. Na, sicher bin ich das. Na, also, wenn ich nicht stark wäre, dann hieß ich ja auch nicht Regibang. Gar nicht eingebildet und so. Naja, wie dem auch sei. Ich muss natürlich das Pokémon jetzt aus dem Nuvaria-Wald auch erstmal fangen. Kann ja sein, dass ich es besiege. Wäre natürlich nicht so schön, aber man weiß ja nie. So, Nuvaria-Wald und warte, lass uns zusammen gehen. Ich habe so ein Gefühl, dass etwas Aufregendes passieren wird, solange ich bei dir bin. Oh Gott, jetzt haben wir auch noch Sanna hier an der Backe. Muss das denn sein? Ganz nebenbei habe ich auch noch zwei Tränke verwenden müssen, Leute. Sonst wäre meine Pokémon auch offscreen draufgegangen, was nicht so schön wäre. Von da habe ich ja Glück gehabt. Das hier ist eine Sackgasse. Okay, ich weiche am besten gleich mal, damit ich nicht vergesse. Ja, ja, ja. Immer schön speichern. Immer schön die ja, Speicherbox bereithalten. So gehört sich das nämlich. Und wir finden ganz nebenbei noch ein Gegengift. Not bad. So. Und das Pokémon, was ihr encountert, ist was? Kommt jetzt was, was sich leicht fangen lässt und kein Pikachu. Nice, ein Raupi. Ja, wisst ihr, Leute, mit Raupi komme ich richtig gut klar. Ja, ich bezweifle. Aber es ist doch Level 2. Das heißt also, so ein Crit von Kratzer könnte schon für ein K.O. ausreichen. Deswegen werde ich jetzt erstmal schön unweltbewusst erstmal den Pokéball rauspacken und es versuchen so zu fangen. Dann wackelt der Pokéball einmal, zweimal und dreimal. Perfekt. Ja, so gehört sich das auch. Immerhin habe ich jetzt das Raupi gefangen und Charmander erreicht auch noch ein Level ab. Ich glaube, es müsste jetzt schon Glut erlernen, Fragezeichen. Ja, Glut. Ja, Glut. Yes, nice, Glut. Glut ist immer gut. Boah, das reibt sogar. Glut ist immer gut, Leute. Ja, das wäre jetzt so ein richtiger Shakespeare werden können. Oder eher Shakespeare. Richtig Shakespeare. Als Schutz vor Feinden, sondern ist ein übelriechender Gestank mit seinen Antennen ab. Ja, ich werde jetzt nicht sagen, Raupi, aber das ist widerlich, ne? Das ist echt widerlich. Und das auch noch als Frau. Mein lieber Scholli, das ist erst richtig. Und ich habe gerade eben noch einen Artikel über Sexismus gelesen und dann so einen Kommentar ablassen. Das geht natürlich nicht, lieber Regi. Naja, wie dem auch sei. So, Banger Ami. Ich werde jetzt natürlich jedes Pokémon, was ich so nenne, fangen so nennen. So rum ist es richtig.
Damit auch jeder weiß, dass es natürlich von mir kommt. Und ich hoffe natürlich, ich werde irgendeinen erwischen. Von euch, Leute. Das wäre sowas von unglaublich gut, wenn ich irgendeinen von euch erwische. Oh, Alter. Das wäre so gut. Und ich darf jetzt, wie gesagt, einmal tauschen. Wundertausch. Ich muss natürlich erstmal wieder saven. Ich glaube, es wäre sogar ganz gut, wenn ich einfach vorher schon, ja, eine Verbindung zum Internet herstellen, damit ich jetzt nicht hier mittendrin wieder warten muss. Ja, ich werde mir das auf jeden Fall aneignen, dass ich das zur nächsten Episode machen muss. Und da könnt ihr mir auch wieder eure sexy O-Kräfte schicken, Leute. Ja, also die O-Kräfte solltet ihr immer schön schicken, Leute. Also, so gehört sich das. Internetverbindung wird hergestellt. Bitte warte einen Moment. Ja, und ich warte und ich warte und ich warte. Und Briggs ist beispielsweise online. Chris ist auch online. Ganz viele Leute sind online. So lobe ich mir das. Und ich werde natürlich den Wundertausch ausführen. Also, Hashtag BangerArmy, du bist jetzt hier erstmal in die weite Welt herausgeschickt und mit etwas Glück kriegen wir ja vielleicht was richtig Edles, Leute. Wisst ihr, edel wäre ja, wie gesagt, in meinen Augen so irgendwas, was man im normalen Spielverlauf entweder erst richtig spät bekommt oder irgendwas anderes, was sich halt definitiv lohnt, wenn ihr wisst, was ich meine, wisst ihr? Es beginnt erstmal die Suche nach Tauschpartnern und Tauschpartnern, Tauschpartnern und wenn da irgendwann mal steht, Tauschpartner gefunden, Germany, Deutschland, Alter, da würde ich erstmal komplett ausrasten und nein, Japaner, warum Japaner? Leute, ich bin weiß Gott jetzt nicht rassistisch, ne, aber ich habe mit Japanern im Wundertausch keine gute Erfahrung gemacht. Ich kann mir so richtig gut vorstellen, dass ich für Raupi ein Raupi bekomme und dann werde ich das Raupi-Gewohnlöbel auch noch behalten müssen. Ja, das ist ein Trassler. Ja, nice. Okay, Trassler, ja gut, ich sag da jetzt mal nichts gegen. Trassler ist richtig gut. Ja, Leute, will ich mir nicht drüber beschweren. Und welche Level ist denn das Trassler? Es kann ja nicht über Level 20 sein. Jetzt kommt's raus. Trassler Level 100. Das wäre natürlich der Oberburner. Also, welchen Level ist das Ding? Level 1. Oh, Zuchtrest. Mit Synchro, einem zackhaften Wesen. Okay, Aussetzer, Zugabe. Ja gut, ich will mich ja nicht darüber beschweren. Also das Trassler, Leute, das nehme ich natürlich gerne an mich. Ist ein gutes Pokémon, würde ich sagen. Immerhin haben wir jetzt ein Psycho- und Feen-Pokémon. Das ist ein gutes Typing. Ich glaube, das würde ich sogar dann ins Team nehmen. Okay, haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Oh, Alter, Leute, ich muss voll aufs Klo. War mitten in der Episode aufs Klo gehen, das geht doch nicht. Und Mini-Air, nenn mich bitte nicht Mini-Air, ja? Du bist doch ein Trainer, ne? Warum willst du gegen mich kämpfen? Ah, Schweinebackel. Ich wollte doch gegen dich kämpfen! Warte mal, den Mini-Air, ich habe da drüben was gesehen. Und was hast du gesehen? Sieh mal, was ich gefunden habe, Mini, ja, das schenke ich dir. Wow, und das war es jetzt wert, das Spiel für kurze Münze und Abgangschön. Zeit ist Geld, liebe Sanna. Und das war jetzt gerade keine gute Aktion von dir. Dafür ziehe ich dir deinen guten Nudelstern ab. So, was können wir denn jetzt weitermachen? Ich glaube, einfach nur gegen den Trainer kämpfen, oder? Los, Pummel, auf in den Kampf! Na gut. Pummel. Pummel, Omel. Omel aus dem Eis. Kennt ihr den Film? Ja, ich nicht. Ja, ich kenne nur den Titel. So, aber er schickt auf jeden Fall Pummel in den Kampf. Das ist natürlich ganz gut. Vor allen Dingen, weil wir mit Charmander liegen. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt so richtig Lust, eigentlich das Trassler zu trainieren, was ich mir eben gefangen habe. Jetzt habe ich wirklich richtig Lust. Ey, wartet mal, wir spielen Pokémon X. Wir spielen Pokémon X und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich höchstwahrscheinlich sogar einen Megastein für Glurak X bekomme. Och, Leute, das ist so gut. Och, Leute, das ist echt unbelievably good. Ja, also, unser Glumanda ist jetzt, würde ich sogar mal sagen, definitiv der Teamleader. Glumanda ist sogar, wie ich jetzt schon fast sagen würde, der Babo. Bist du Babo? Ich bin Glumando. Ja, und mein Glumanda da hinten, dieses riesige Glumanda, was ich mal von einem Abonnenten namens, ich glaube, Dominik hieß er, geschenkt bekommen habe. Ja, das starrt mich jetzt gerade an. Ja, wenn ihr Fotos von dem Ding sehen wollt, dann müsst ihr einfach mal auf Twitter vorbeischauen. Ja, Leute, Twitter, Leute, unglaublich. Unglaublich wichtig heutzutage, finde ich. Vor allen Dingen für YouTuber. So, ich würde sagen, Rolls einfach mal nach vorne. Und, let's go. Ich will jetzt immer mein Trassler trainieren. Ja, Trassler, gutes Pokémon. Schönes Pokémon vor allen Dingen. Ja, Trassler ist ein sehr schönes Pokémon. Und da haben wir jetzt erstmal einen Caterpie. Caterpie! Und Trassler kommt in den Kampf. Das Gute ist natürlich auch, dass meine Pokémon alle spezielle Erfahrungspunkte bekommen. Das ist, ja, wie man sieht, muss jetzt nicht unbedingt positiv sein. Vor allen Dingen, weil wir irgendwann mal zu einem Punkt ankommen werden, wo uns unsere Pokémon nicht gehorchen werden. Aber es kann natürlich auch ganz gut sein. Ja, die Pokémon leveln halt schneller. Und vor allen Dingen, wenn wir dann irgendwann mal später ein Pokémon Level 1 bekommen, dann wird es für mich ziemlich einfach sein, das Pokémon dann halt hoch zu trainieren. If you know what I mean. Keine Sonderbonks und so, sondern natürlich legites Training.
So, egal. Traster erstmal auf Level 2? 19 Erfahrungspunkte? Das ist ein bisschen low. Ja, hast schon Pokébälle? Ja, natürlich habe ich Pokébälle. Ich habe auch noch zwei andere. Bitte was? Ich hoffe, dein Thema hat keine Angst und vor Unwettern, denn ich gleich hagel das Blitze. So, und das ist doch mal eine ganz, ganz, ganz sichere Andeutung. Und diese Trainerin natürlich Pikachu. Yo. Pika Pika. Ja, Pikachu seit der 6. Jahr natürlich mit neuem Ruf. Das war dem Ruf aus dem Anime. Und ja, Trassler. Sogar ein weibliches Traster. Nicht bad. Ich glaube aber, weibliche Trassers können nicht so Galagladi werden, ne? Och, schade. Hätte gern Galagladi. Ich muss gestehen, ich mag Galagladi dann doch mehr als Gardevoir, ne? Ich finde Gardevoir ehrlich gesagt overhype. Auch wenn ich natürlich mit einem Gardevoir-Deck Dritter auf den neuen Meisterschaften wurde. Ne? Das ist natürlich, ja, so die Qual der Wahl, ne? Okay, ich muss sagen, seit diesem Turnier habe ich natürlich mit Gardevoir auch jetzt nochmal einen besonderen Bund, sag ich mal, wisst ihr? Ja, Gardevoir und ich, wir sind sowas wie Best Friends jetzt eigentlich geworden. Wie in Pokémon Mystery Dungeon, ja, Gengar und Gardevoir. Mit dem Unterschied, dass ich Gardevoir nicht betrogen habe, beziehungsweise im Stich gelassen habe, ja? Ich bin eine gute Nudel. Ja, und Pikachu spammt jetzt hier erstmal die ganze Zeit mit Heuler und jetzt haut es auch noch den Rutenschlag aus, sag mal, bei der Hackbo, ne? Ich will dich besiegen. Und ja, früher oder später, ich wusste es. Daher muss sich natürlich die Statik aktivieren. Finde ich nicht gut. Und jetzt gibt es sogar noch einen Donnerschock. Und der macht sogar Heidi Witzka ganz guten Schaden. Aber ja, wir haben mittlerweile das Pikachu in der Range, in der es einen Tackle bei minus 2 nicht überleben wird. Und das heißt für mich 200 Erfahrungspunkte für Zickzacks. Mein lieber Scholli, Leute, das ist schon echt tough, muss ich gestehen. Ja, das ist, glaube ich, nur ein Level ab. Oh, cool, ich habe Epigraph von Briggs bekommen. Yo, Briggs, vielen Dank dafür, Mann. Ja, Leute. Seht ihr? Und so könnt ihr auch noch aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Ja, ich muss vielleicht von dem einen oder anderen noch den Freundescode löschen, den ich jetzt längere Zeit nicht mehr drauf hatte, aber ja, richtig gut. Vielen Dank dafür, Briggs. Ihr habt es gesehen, Leute, ne? EP-Kraft von Briggs erhalten. Richtig gut. So. Und Briggs sagt jetzt auch noch toll. Ja, mein lieber Scholli. Briggs, du bist ja ein richtig gesprächiger und Rolls ist schon auf Level 5. Nice. Level 6 ist nämlich das Ziel, dann kann er sich nämlich selber verteidigen, weil es Konfusion erlernt. Ach ja, ich muss schon gestehen, so eine Wonderlock ist schon geil. Vielleicht werde ich irgendwann auch mal so eine Wonderlock zu Alphas, ich würde sagen, Omega Rubin machen. Ah, wer weiß, wäre schon ganz gut, ne? Also, hauen wir jetzt erstmal hier die Glut raus auf Bigimack. Bigimack, Bigimack, Bigimack! Sollte nämlich nochmal ganz gute Erfahrungspunkte geben. Charmin erreicht Level 9. Ja, 9. 9 ist gut, 9 ist gutes Level. Und Rolls erreicht Level 6 und damit ist jetzt Rolls nämlich selber kampffähig. Aufgrund von Konfusion. Ja, nice. Konfusion ist immer gut. Habe ich auch gerne im Team und noch eine Trainerin. Jederzeit überall gegen wen auch immer, das ist doch toll an Pokémon-Kämpfen. Ich lache. Ich lache. Und oh, sie hat Wanliu! Leute, gutes Matchup. Dann Konfusion. Das ist ein richtig gutes Matchup. Ist auch ein Leute, ich glaube, das ist Schicksal, dass wir jetzt hier einfach mal unser Traster bekommen haben. Denn das wird jetzt dieses Hornio sowas von penetrate, nämlich Konfusion. Ja, nice. Also, ich muss gestehen, ich bin froh, dass wir unser Traster erhalten haben. Wobei ich es natürlich ein bisschen schade finde, weil man Traster, glaube ich, im normalen Spielverlauf auch schon jetzt demnächst erhalten hätte. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber Traster passt natürlich ganz gut ins Team. Feen-Typ in Kombination mit Psychotype, das ist schon mal unglaublich gut. Und dazu dann halt noch so Faxen wie, ja, Faxen wie andere Sachen halt. Das ist schon ganz gut. Ja, Moonblast kannst du, glaube ich, auch erlernen. Ja, Alter. Haben wir echt den Jackpot gezogen. Dann noch so ein Mega-Glurak X. Ah, und das Team wird schon ganz gut. Also, da bin ich ganz guter Dinge. Aktuell. Und Zigzag hat sogar ein Item gedribbert. Zigzag, was hast du denn geklaut? Ein Trank? Ja, sehr gutes Zigzag. Du bist ein guter Junge. Hast mir damit 300 Pokédollar gespart. Richtig gut. So, und wir finden natürlich noch ein weiteres Item. Nämlich den Trank. Und ich glaube, ich könnte sogar, wenn ich jetzt aus dem Lumbaria-Wald rauskomme, ein weiteres Pokémon fangen. Und das dann halt auch wieder auf die Reise schicken. Und das werde ich auch machen. Denn ich will natürlich so viele Pokémon wie möglich versuchen zu fangen, damit ich die in die Welt schicken kann. Ja, und ich merke schon, ein paar Leute, die warten da natürlich, die campen da richtig mit Wundertausch und das wird richtig gut. Oh, komm, ich muss doch mindestens ein Let's Play erwischen.
der ein Abonnent ist oder ein Zuschauer. Und wisst ihr, so Hashtags sind natürlich auch ganz gut, denn wenn ihr zum Beispiel irgend so ein Random die eingibt, so der Asiate, den wir jetzt zum Beispiel unser Raupi gegeben haben, der wird sich erstmal so denken, Alter, ich gebe jetzt einfach mal auf Google ein und, oh, das ist ja ein YouTuber. Der heißt Liggy Bang. Ja, und da kommt er auf meinen Kanal. Das wäre schon unglaublich cool. Wäre schon richtig witzig. Bezweifelt zwar, dass es so weit kommt, aber warum nicht? Komm, und da sehen wir jetzt schon wieder die Büsche. Und da will ich natürlich ein Pokémon fangen. Und los, haut ab. Los, hopp. Ich will euch nicht sehen. Ich will Pokémon fangen. So, EP-Kraft lässt nach. Stimmt, ich habe noch EP-Kraft. Oder ich stand noch unter Wirkung von EP-Kraft. Ja, Leute, so könnt ihr natürlich auch wieder aktiv ins Spielgeschehen eingreifen. Und Pika... Ach, nein. Ah, das gefällt mir nicht. Pikachu. Sing es einfach, Pikachu hat eine recht gute... Oder eine recht niedrige Fangrate. Und das ist halt eben das, was mir nicht so gefällt. Ich kann jetzt vielleicht sogar das ein oder andere Mal aus dem Pokéball ausbüchsen. Und... Ach, bitte. Jetzt kein Crit Rolls, zu mir gefallen, kein Crit... Okay, da ist die Paralyse. Das heißt natürlich, ich kann jetzt mit Synchro oder dieses Pikachu auch nochmal... Stimmt, man kann Elektro-Pokémon nicht mehr paralysieren. Ja, 6. Gen, Leute, 6. Gen. Ja, wir wissen Bescheid. Ja, ich hier auch nicht. Ich bin ja noch ein bisschen Hengo in der Richtung. Ja, aber mir sei verziehen. Ja, mir sei verziehen. Oh, komm, Pikachu. Bleib bitte drin. Keine Probleme. Yo, okay. Mission Nummer 1 ist erfüllt. Pikachu wurde gefangen. Traster kriege ich jetzt auch nochmal die ganz guten Erfahrungspunkte. 109 an der Zahl. Damit heißt, erreicht er, wenn ich Traster auch nochmal Level 7. Und Pikachu wird einen Eintrag im Pokédex angelegt. Und zwar, was für einer? Ja, Pikachu haben wir auch noch nicht gefangen. Er streckt seinen Schweif nach oben, um seine Umgebung zu prüfen. Häufig fährt ein Blitz hinein. Okay, Pikachu, auch du kriegst natürlich wieder den Klassenamen. Klasse Namen. Eigenlob und so, wir wissen Bescheid. Bengami. Und wir schicken jetzt ganz viele Pokémon mit diesem Namen in den Umlauf. Und komm, bitte. Ich muss doch jemanden aus Deutschland treffen, ja? Deutschland, gute Land. Bitte. Es wäre schon so gut, ne? Dieses kleine Hype-Gefühl, wenn ich dann auf einmal... Wenn jemand aus Deutschland treffe, das wäre schon richtig nett. Let's go, komm. Bitte, Leute. Hashtag Bengami, das weibliche Pikachu, es wartet. Ja, es wird jetzt gerade in den Wunder-Trade geschickt und... Ich stelle mir vor, ich kriege so ein Eweltal. So aus wie nicht Shiny Eweltal. Wobei, das geht ja gar nicht. Ich glaube, das kann man auch deswegen gar nicht... Man kann sich natürlich cheaten, aber man kann es, glaube ich, nicht in den Wundertausch schicken. Ein Shiny Eweltal, weil das System natürlich weiß... Eweltal hat ein Shiny Lock, das geht nicht. Ja. Von daher... Hoffe ich natürlich, dass wir vielleicht was anderes bekommen. Wir kriegen jetzt jemanden aus Portugal. Nein! Howdy, Fella. Sergio. Ja, Sergio, warum? Komm, was könnte Sergio uns ergeben? Was könnte Sergio uns für ein Pokémon geben? Überlegen wir mal. Bin ich mal gespannt. Und das ist Wingull. Möwenpick, mein Freund. So we met again. So, ich hoffe mal, du bist nicht auf Level... Wobei, wenn du auf Level 15 bist, kann ich natürlich so direkt wieder vertauschen. Wäre auch nicht so schlecht, ne? Okay, es ist ein Wingull. Das ist ja irgendwie so ein geiles Wingull mit Hydro-Pumpe und so Faxen. Oh, das wäre schon echt nice. So, was ist das für ein Wingull? Es ist auf Level 20, das heißt, ich muss es vertauschen. Oh, das wäre gar nicht mal so schlecht. Hügelstärke, Aquavelle. Aber es ist vom Level her zu hoch. Das wäre unfair. Dann könnte ich es durchrushen. So, aber das Item nehme ich trotzdem. Ja, so gemein bin ich trotzdem. Ja, das Item, das gönne ich mir immer noch. Und wir haben immer noch eine Chance, jemanden aus Deutschland zu treffen, ja? Irgendjemanden. Komm, bitte. Komm, let's do this. Wir müssen doch irgendjemanden treffen. Irgendein aus Deutschland. Ja, meinetwegen, weiß ich nicht. Irgendjemand, aber es ist... So wundervoll. Okay, es hat dann jetzt nicht mehr den Namen Bengami, aber was soll's. Ist halt ein anderes Pokémon, was wir jetzt aus Portugal erhalten haben. Wahrscheinlich irgendwo aus Lissabon oder so. Aus Porto! Porto! Puh, aber wir haben ja immer noch die Chance, dass wir uns Deutschland treffen. So, nächster Tauschpartner. Cody aus Pennsylvania. Ja, Leute. Pennsylvania. Wisst ihr, wie man da zu den Namen gekommen ist? Ja, der Jimmy und der Johnny, die wollten mal eine Stadt erfinden, ne?
Und die haben da Brainstorming gemacht. Ne? Und der Jimmy wollte natürlich nach einem passenden Namen finden. Und okay, das können wir direkt wieder weitertauschen, weil die jetzt sich die Species Force aktiviert. So, da sagt der Jimmy Dean und Johnny, Alter, gib mir mal einen deiner Stifte, ne? Hat ihnen halt den Stift gegeben und dann sagt der andere, ja, Digga, jetzt hast du einen Pennsylvania. Ja, Gott, war der schlecht. Und den habe ich eiskalt von Kollega gebeitet, aber ist in Ordnung. So, aber ich habe doch schon Rawls. Warum gibt ihr mir noch einen Rawls? Aber Cody, weißt du was? Du sorgst dafür, dass die Kette hier weitergeht. Das hat sogar ein naives Wesen. Pferde als Ability. Ja, Pferde ist natürlich nicht so gut. Ne? Dann habe ich lieber Synchro. Komm, komm, komm. Also in-game jedenfalls. Ne? Ansonsten ist natürlich für Wi-Fi-Battles Pferde ganz gut. Gardevoir. Oh, komm, 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 bitte. Irgendein Abonnent oder so. Ey, das wäre schon richtig gut. Und Brasilien! Okay. Aus Brasilien, Sao Paulo. Was machen Sachen? Was kriegen wir denn jetzt in Pokémon? Alter, leck mich am Arsch. Leck mich am Bunker. Was haben denn alle mit euren Wingals? Meine Fresse, ich will so ein diese. Wisst ihr, wenn es ein EV-Turnier des Wingal ist, immer zu gerne, ja. Hätten wir auch schon mal einen Flyer neben Glurak, falls Glumanda nicht überleben sollte. Das wäre schon echt gut. Okay, auf welchem Level ist denn das Ding? Ja, wir haben ja immer noch die Chance, dass es vielleicht vom Level her nicht so hoch ist. Und wenn es vom Level her nicht so hoch ist, können wir es ja direkt im Wundertausch weiterschicken und ist auf Level 13. Ja, Level 13, nee. Ist, wie ich finde, immer noch zu hoch. Ich glaube, das ist immer noch fast auf Arena-Leiter-Niveau der nächsten Arena. Das muss echt nicht sein. Ich suche jetzt am besten irgendwas halt auf Level zwischen Level 1 und 10. Das wäre schon echt gut. Oh, und da kann ich wenigstens die ganze Zeit weiter Pokémon rumschicken. Und wenn es zu lange dauert, Leute, ja, tatsächlich, dann muss ich das natürlich rausschneiden. Ist natürlich ein bisschen schade. Ja, da geht natürlich wieder ein bisschen die Authentizität verloren. Und Peru? Peru gibt Pokémon-Spieler? Lima Metropolitana. Okay. Lieber Typ aus Peru, vielleicht hast du ja mal ein gutes Pokémon für mich, ja? Ah, ich brauche einen guten Pokémon. Oh mein Gott. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich will mich darüber mal nicht aufregen. Es ist immerhin Penpur. Ja, wie ist es auf Deutsch? Soda Cheetah? Ne, Soda Maki ist es, glaube ich, ne? Auf Deutsch. Das ist tatsächlich, und das müsste sogar zwischen Level 1 und 10 sein. Und das Gute ist aber jedoch immerhin, das passt ins Team. So, und es ist tatsächlich ein Soda-Fuck. Ach, herrlich. Herrlich. Mit einem kühnen Wesen, das ist natürlich nicht so gut, aber irgendwann müsste es sowieso auch Aquavelle lernen. Ja, nice. Soda-Mack. Passt sogar ins Team. Und ich glaube, wie gesagt, Zickzacks werde ich jetzt erstmal nicht weiter trainieren. Das spanische Zickzacks. Muss nicht sein. Stattdessen wird jetzt Penpur ans Level angepasst. Ich glaube, so Level 7 sollte ganz gut jetzt gehen. Egal, Leute, das reicht für die heutige Episode. Wir haben wieder ein bisschen was getauscht. Leider niemand erwischt, der, ja. Hier. Kannst du meine Pokémon heilen? Nee, leider nicht. Leider niemand erwischt, der, ja, hier aus Deutschland kommt. Aber immer eine ganz gute Episode. Wir haben immer ein Pokémon gefunden, was gut ins Team passt. Und sogar noch ein Trassler, ja. Von daher, warum nicht, bin zufrieden. Leute, wenn euch die Episode aber gefallen hat, dann gebt dem Video auch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und supporten. Wir sehen uns zur nächsten Episode wieder von Pokémon X Wonderlock Challenge. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig und ciao, euer Regi.